Frau Schemke, Sie sind die Vertreterin der Wirtschaft, der CDU hier am Tisch. Wie stehen Sie zu einem möglichen Öl- und Gasembargo? Also hinter der Forderung, sofort aus den Öl- und Gaslieferungen Russlands auszusteigen, steht ja die Hoffnung, dass man das System Putin dadurch derart stabilisieren könnte, dass die Welt davon einen Vorteil erzielen würde. Und unsere Auffassung ist die, dass das nicht gelingen würde. Wenn wir aussteigen würden, würden wir Deutschland von einem auf den anderen Tag handlungsunfähig machen. Unsere deutsche Wirtschaft ist unglaublich hochgradig vernetzt. Sie braucht Öl und Gas. Und wir können uns schlichtweg diesen Ausstieg, diesen Ad-hoc-Ausstieg jetzt sofort, das will ich mir jetzt gerade gar nicht vorstellen, was das bedeuten würde. Und der Streit, der zurzeit unter den Ökonomen existiert, zu sagen, na ja, dann machen wir mal ein bisschen Kurzarbeitergeld. Ja, und wenn da so ein paar Unternehmen dann nicht mehr am Markt sind, ist auch nicht schlimm, das kriegen wir schon hin und der Staat subventioniert mal ein bisschen. So funktioniert das nicht. Und in der Tat müssen wir hier einen klugen Kopf bewahren, ja, einen kühlen Kopf bewahren und diese Entscheidungen auch rational treffen. Ich finde es wichtig, dass wir jetzt schauen, wie können wir schnell Plan B umsetzen, wie können wir uns schnell unabhängig von russischem Öl und Gas machen, weil wir können nicht ausschließen. Wie kann man das denn? Elon Musk zum Beispiel hat jetzt im Interview mit Matthias Döpfner gesagt, die Deutschen seien verrückt, aus der Kernenergie auszusteigen. Also auf der einen Seite kommt es natürlich darauf an, andere Quellen in anderen Ländern zu erschließen, Gespräche zu führen, Verhandlungen zu führen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist aber natürlich auch über die deutschen Ressourcen zu sprechen. Also über die Frage der Reaktivierung von Atomkraftwerken zu reden. Logisch. Ja, ich meine, warum lassen wir das nicht zu und importieren stattdessen Atomstrom aus dem Ausland? Und natürlich müssen wir darüber reden, ob der Atomausstieg 2038 noch so sinnvoll ist. Und was mich ärgert, ist, dass das Bundeswirtschaftsministerium nach wie vor daran arbeitet, den Kohleausstieg bereits für 2030 vorzubereiten. Also da scheint offensichtlich kein Umdenken eingetreten zu sein. Und das kann doch nicht sein.